Ihr wollt sehen, wie ich den Höllenkönig Dragonia mache? Pustekuchen, bei Let's Quest 8. Ich werde ihn angehen, ich werde ihn machen, werde es versuchen, ihn zu besiegen. Mit meiner super verheißungsvollen Megatruppe bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Mann, es ist ja nur ein lächerlicher Level 99 Gegner. Mit, wie beschreibe ich es jetzt am besten? Mit, das ist gut. Mit ohne jeglicher Form von Elitehaftigkeit. Das ist eine riesige Drache, wie ich gerade selber feststellen muss. Ich habe bisher nicht gewagt, gegen ihn anzutreten. Und ich bin mal gespannt, ob ich es irgendwie hinkriege. Was normalerweise der Fall ist, ist, dass Ätherfähigkeiten die große Chance haben, Todes zu quetschen. Oh Gott, er will sie tot quetschen. Sofort tot? Das ist sofort tot. Hier aufmuntern. Schieß! Schieß mir ja! Schieß! Und jetzt habe ich die Agro. Mal sehen, ob ich es hinkriege mit der Zurück. Bums. Ich fass es nicht. Da liegt der Knabe tot im Dreck und da denkt ihr, wow. Ja, das Problem ist allerdings der Knabe. Gut zu wissen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was zum Teufel ist passiert. Ja, die Melja. Moment. Das ist jetzt... ich fass es nicht. Oh, ist das geil. Ist das geil. Die Melja hat eine Fähigkeit, die sich da nennt Reflexion. Hält 5 Sekunden und ist sozusagen ein Buff, der besagt, dass die nächste physische oder magische Fähigkeit oder Spezialfähigkeit zurückgeschleudert wird. Also das, was jetzt in so einer Vision rot oder lila in der Schrift dargestellt wird. So, der Gegner hatte das Ding jetzt vorbereitet, seine rote physische Spezialfähigkeit, und hat damit Schala attackiert. So, jetzt habe ich allerdings mit Melja einen dicken Schadensspruch rausgehauen, wodurch sie darauf die Agro bekommen hat. Jetzt habe ich natürlich, gut, ich hatte es drauf angelegt und Reflexion wollte ich dadurch, ja, wollte es mit Reflexion kontern, aber wie ich gesehen habe, in dieser, wie heißt es noch gleich, in dieser, Vision ist, dass diese Fähigkeit einen Soforttod-Effekt hat, also sprich Instant Death. Nun habe ich mir gedacht, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir über diesen Instant Death überleben, wenn wir denn irgendwie den Schaden zurückschleudern. Das Schöne ist, dass anscheinend auch der Instant Death-Effekt den Gegner getroffen hat und er dabei umgekippt ist. Das Problem ist folgendes, das hatte ich jetzt auch in den Kommentaren beantwortet, weil der Kaushi gefragt hat, Bernd, warum versuchst du nicht einfach mal diesen Gegner zu besiegen? Ja, habe ich jetzt getan. Ich habe jetzt aber den Speicherstand wieder geladen, weil dieser Gegner... Der einzige von zweien, also es gibt zwei Gegner, nur zwei Gegner, die einen Gegenstand, nämlich das Höllenfeuer, droppen können. Und dieses Höllenfeuer brauche ich, um eine bestimmte Quest erledigen zu können. So, dieser Level 99 Gegner ist dabei die leichtere Fassung. Der andere ist der stärkste Gegner im Spiel, der Level 120 Heini. Das Problematische an der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob ich den Level 120 einpacke und deswegen müsste ich diese Quest für gescheitert erklären, wenn ich den Drop-Gegenstand nicht von diesem Drachen bekomme. Jetzt ist laut meiner Questliste allerdings das so der Fall, dass ich erst ab Level 90 die Möglichkeit wohl habe, dass der Gegner überhaupt eine Schatztruhe droppt. Keine Ahnung, vielleicht droppen Gegner keine Schatztruhen, wenn der Levelunterschied zu hoch ist. Weiß ich nicht, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Aber deswegen habe ich jetzt den Speicherstand wieder geladen, den ich vorher hatte. So, und da ich so viele Adleraugen bei mir unter den Zuschauern weiß, wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein. Ey, Bernd! Vergleich zum letzten Mal hast du eine andere Partyzusammenstellung und du hast ein anderes Level. Jo, ich habe ein Level mehr. Den Grund, nenne ich euch gleich. Ihr müsst es doch wissen. Meine Tochter ist verschwunden. Wo kann sie nur sein? Im Kino? Im Freilichtkino. Wir sollten gleich da sein, Sül. Dort können wir leben, wie wir wollen. Du hattest recht. Diese Höhle liegt wirklich gut versteckt. Niemand wird uns je dort aufspüren können. Aber, Oleksitsch, bist du sicher, dass wir dort ein schönes Leben führen können? Im Anfang ist es hart, aber wir gewöhnen uns schön drin. Zu zweit würden wir es schaffen. Schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir müssen ihre Flucht aufhalten.
Ich verstehe. Ich hätte Ihre Entscheidung nie kritisieren dürfen. Dann müsste ich mir jetzt keine Sorgen um Sie machen. Den Grund, weswegen ich ein Level mehr habe, den werde ich euch später noch in dieser Folge, vielleicht direkt im Anschluss an diese Quest hier, werde ich ihn euch zeigen. Ich werde euch den Grund nennen. Und der Grund hat damit zu tun, dass ich einen Level 97 Gegner mit dieser Party flachgelegt habe. Ich habe ihn einfach umgeholzt. Musste eine Weile probieren, aber es hat funktioniert. Und wenn ich jetzt, glaube ich, richtig liege, muss ich zum Nopon Unterschlupf. Dort sind das Turteltäubchen, ist es untergekommen. Unter normalen Umständen würde ich diesen Ladescreen jetzt rausschneiden. Ich würde sagen, ich höre euch da wieder. Aber seitdem das Projekt zu Ende ist, beziehungsweise von der Story her, habe ich Angst, dass es ganz zu Ende geht. Deswegen werde ich ein wenig ausschweifen und dann diese Questfolgen machen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen und jetzt habe ich Angst. Muss ich mal gerade mal gucken. Nämlich einer der Big Four, also der großen Vier aus dem Königreich des Dunkeln. Moment, falsches Spiel. Peterhausern, Ogerhausern. Wenn ich recht überlege, könnte er... Seht ihr, was ich meine? Einer der großen Vier Gegner dieses Spiels. Einer der schwersten Vier befindet sich hier, inkognito, Imperator Arsen. Der gute Relax666 hatte mir mal zukommen lassen, dass man diesen Typen cheesy-mäßig quasi durch, oder mit Hilfe von Melia, durch die Gegend ziehen kann, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie das funktionierte. Irgendwie durch die Gegend kiten. Irgendwie mit Debuffs draufsetzen, Dots draufsetzen und dann einfach nur durch die Gegend ziehen. Aber wie man den Knaben jetzt irgendwie dazu kriegt, man muss den Dot oder die Dots ja zwischenzeitlich mal erneuern. Wie das da funktioniert, ich weiß nicht. Ich werde jetzt auch nicht ausprobieren. Die Great Four, die großen Vier, die mächtig krassen Gegner, werde ich ganz zum Schluss versuchen zu bekämpfen. Wobei ich auch mit einem anderen anfangen sollte. So. Zelda Gettys. Ich habe auf deine Ankunft gewartet. Auf mich? Ich meine, auf mich? Ja, ich bin mir sicher, du verstehst mich. Ich war sicher, ein Ortswechsel würde auch mein Leben verändern. Aber so leicht ist es wohl nicht. Das stimmt wohl. Ich habe es im Flüchtlingslager am eigenen Leib erfahren. In einer Höhle zu leben, ist kein Zuckerschlecken. In der Tat. Man kann nur selten ein Bad nehmen. Es fehlt immer an Nahrung. Und der Boden ist so hart, dass man kaum schlafen kann. Könntest du nicht einfach nach Hause zurückgehen? Vielleicht. Ich würde schon gerne mit allen zusammen in der Kolonie wohnen. Könntet ihr nicht versuchen, Oleksic zu überreden? Mir fällt es zu schwer, mit ihm darüber zu sprechen, obwohl er zuhören kann. In Ordnung, ich werde mich an ihn wenden. Ja, bitte. Vielen Dank. Könnte nicht wenigstens zwischenzeitlich draußen pinkeln gegangen sein, damit man irgendeine Form der Erklärung hätte, warum er das nicht mitkriegt. Okay, er denkt vielleicht an Titten, das ist ein Kerl. Du bist Oleksic, oder? Wie gefällt dir das Leben hier? Es ist nicht schlecht. Vieles ist etwas beschwerlich, aber man gewöhnt sich in Ylis. Du hast dich vielleicht daran gewöhnt. Aber was ist mit deiner Freundin? Sie hat sich doch nicht richtig eingelebt. Aber das wird sich sicher nicht mehr lange dauern. Und wie lange gedenkt ihr hier zu leben? Nur für immer natürlich. Ist das dein Ernst? Hier könnt ihr doch nie im Leben Kinder großziehen. Ihr seid doch keine Nopon. Ihr habt keine Freunde hier. Willst du das Seel wirklich antun? So habe ich das noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin auch nur ein Mann. Wollt ihr nicht nach Kolonie 6 zurückkehren? Dort könnten auch eure Kinder in Sicherheit aufwachsen. Das ist schon klar, aber... Da greift gerade ein Drache an! Ein Drache! Ein Level 99 Drache! Sicher! Na klar! Dort lebt auch sehr schreckliche Stücke für deine Füße. Du lebst Seel doch, oder? Selbstverständlich. Und glaubst du nicht, dass auch Sels Vater sie liebt? Ich denke schön, dass er sie liebt. Er hütet sie wie so ein Schütz. Und wie wird ihr Vater da wohl auch kaum hassen? Sie wird ihren Vater ja wohl auch kaum hassen, oder? Aber du denkst nur an deine eigenen Gefühle. Es ist in Ordnung, die Gefühle von Sel und ihrem Vater zu ignorieren. Ich meine, ist es in Ordnung, das zu tun? Übel! Schaust du Sel eigentlich nie ins Gesicht? Sonst müsstest du doch merken, wie sie sich fühlt. Ist ihr Blick nicht matt vor Angst und Erschöpfung? Du hast recht. Vielleicht. Wir sollten wohl besser zurück in die Stadt gehen. Ja, das ist das Beste. Tut mir leid, Ding, dass ich mich so eingemischt habe. Nun, ich bin froh, dass du mir das alles gesagt hast. Ich spüre, dass du deine Familie für Freunde zutiefst liebst. Sonst hätten deine Worte nicht so eine Überzeugungskraft.
den ganzen Wesenstrat Güte ist. Wenn du dich mir angesprochen hättest, wäre ich hier geblieben. Du übertreibst. Jeder liebt doch seine Familie und Freunde. Sinn und ich würden nach Kolonie 6 zurückkehren. Vielleicht sehen wir uns dort wieder. Wenn ihr an Imperator Arsene vorbeikommt, ja. Immer diese Laberquest. Da braucht man gleich eine ganze Folge, bis man das wieder abhandelt. Meine Tochter ist wieder da. Du hast sie überzeugen können. Ich bin dir so dankbar. Schön, dass wir dir behilflich sein konnten. Wir überlegen, ob wir zusammenziehen sollten. Alle drei. Schlechte Idee. Es wird nicht leicht für mich werden. Ja, nämlich schlechte Idee. Aber mit der Zeit werde ich mich wohl dran gewöhnen. Nein, schlechte Idee. Schließlich habe ich keine Wahl. Doch, du hast eine schlechte Idee vor dir. Du schaffst das schon. Mach ihnen das Leben nicht zu schwer, ja? Versprochen. Ich will sie auf keinen Fall wieder verlieren. Und sie ist mit ihrem Freund absolut glücklich. Das ist das Einzige, was zählt. Da hast du absolut recht. Dass so verschiedene Wesen einander gefunden haben, das ist wunderbar. Und deswegen sollen sie gemeinsam glücklich werden. Und dir wünsche ich auch alles Glück in dieser Welt. Liebe und Güte überwinden alles. Sie sind ansteckend und unaufhaltsam und ziehen durch die komplette Sailor Moon-Serie durch. So, damit haben wir Schalas fünften Charakterzug Güte freigeschaltet. Und deswegen wollte ich das jetzt auch unbedingt machen. Es ist einer der wenigen Charakterzüge. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, wie viele das jetzt sind. Aber man kann, wie gesagt, nicht alle direkt freischalten. Zumindest nicht, wenn man überhaupt nicht überpowered ist. Also, was haben wir hier? Maximal KP gefördert. Heilen. Effektwert. Heilen. Noch mehr Effektwert. Zusatzheilung. Ätherbarriere. Zusatzheilung. Mein Gott, die heilt sich ja den... Die heilt den Teufel wieder lebendig, wenn die hier das Ding durch hat, glaube ich. Hoho. Gut. Entgegen meiner eigentlich vorhergehenden Vorhabenssituation gehe ich wieder zu meinem lieben Nopornhaus. Oh, klopf, klopf. Schutzgebühr ist wieder fällig, Freunde. Nein. Gibt es... Naja, hier gibt es auch noch Quests, die mache ich aber später. Später. Na gut, nicht unbedingt alle. Es gibt hier hinten auch Quests. Die kann man auch im Inneren des Bajones annehmen, weil man dort auch aufs Schiff gehen kann, von Vanir. Ist die Monado-Kopie zu eurer Zufriedenheit? Es gibt da noch etwas, was ich euch nicht erzählt habe. Neben dieser Kopie existieren noch 5 weitere Prototypen. Schieß los, ich höre gerne zu. Bla, meine ich. Ich könnte sie fertigstellen, wenn ihr mir Materialien bringt. Was denkt ihr? Ja, es gibt 5 verschiedene Quests. Und ich werde das jetzt hier nicht vorlesen. Mit 5 verschiedenen Monado-Waffen oder Monado-Kopie-Waffen, die alle etwas unterschiedliche Werte haben. Mit Crit, mit Block und was es sonst noch so gibt. Mit Schaden und vielleicht auch Sockelung. Es gibt nicht allzu viele Erfahrungspunkte durch den ganzen Kram. Ich nehme diese Quest-Set an. Und seit der letzten Episode habe ich angefangen, von diesen Dingern hier welche zu bekommen. Lykos-Königzahn gibt es. Ach Gott, ich lese das jetzt so vor. Für 1 habe ich nämlich schon fertig. Moment, ich muss gerade runterscrollen. Lykos Königszahn gibt es von den Lykos, die nachts im von Sartor rumlaufen, habe ich erledigt. Raub Seidenpfand von Königsraub, die in der Nähe von den Donnerfleder oder Gewitterfledermäusen rumfliegen, auf dem Bein des Bajonus. Grauer Ardonbart habe ich ja schon gefarmt von den Ardons auf dem Bein des Bajonus. Level 74 oder sowas. Meereselixier habe ich schon in der früheren Episode ertauscht von Atael in Grenzdorf. Schrötenmoos von den Schildkröten, die im Sumpf von Sartor rumlaufen. Eulenkleinod von den Eulen, die ich auch schon von den, die ich auch schon für Nix-Quest erledigen musste. So, gucken wir mal ganz kurz, dass wir schon was abgeben können. Dann habe ich noch gefarmt, für die Monadokopie 3. Ein Gletscherelement von den Frostnebula, auch im Sumpf von Sartol, erscheinen allerdings nur bei Nebel, sind Level 80. Mit Melia kein Problem. Irrleucht-Solarkorn von Femuni-Irrleuchten, die gibt es in der Tifra-Höhle. Da war ich bisher noch nicht, habe ich aber auch einen erlegt. Mit Hilfe von meiner Truppe hier auch nicht so großartig. Also auch kein großartiges Problem, das zu bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Monadokopie 1 bestätigt. Quest Monano Rudra, sehr schön. Und Igla Lichtstachel. Ihr habt eben gesehen, da ich den Speicherstand geladen habe. Da war ich auch auf dem Bein des Bajonis. Da gibt es diese Igla von denen. Also dunkle Igla oder helle Igla. Es ist egal, die können die beide droppen. Monadokopie 3 habe ich deswegen quasi auch fertig. Das ist jetzt Monadokopie Lockra. Ach ja, die erzählt jetzt irgendwie was, was die Waffen wohl ausmacht. Aber na gut, das kann ich mir irgendwie separat angucken.
einfach damit das hier jetzt ein bisschen leichter von der Hand geht, nehme ich mir die schon mit. Das sind, wie gesagt, alles dann separate Waffen, die dann der gute Schulk auch ausrüsten kann. Monado Kopie 4 habe ich bisher noch nicht fertig. Da brauche ich das Höllenfeuer, wovon ich eben schon gesprochen habe. Ein Brachiathorn von irgendwelchen Gegnern in der Nähe vom Grenzdorf. Habe ich mich aber nicht mit beschäftigt. Und ein Truthahn-Abzeichen. Das Truthahn-Abzeichen habe ich aber, glaube ich, schon unabsichtlich besorgt von Feldaltrich. Ihr erinnert euch vielleicht noch, als ich für das Einsammeln von Kolonie 6 Materialien unterwegs war. Und da habe ich ja diese komischen Riesenvögel beim Bein des Bionis umgehauen. Und dort in der Nähe bin ich beim Rumlaufen auch an einen dieser, an einen irgendwie Level 74 Elite-Gegner oder was es war, angelangt. So ein Truthahn-Viech. Falls ihr das geguckt haben solltet, von dem müsst, ich meine, das ist der, von dem müsste ich das Ding gesammelt haben. Und für Monado Kopie 5 habe ich, ja, auch eines dieser Königseier brauche ich von diesen Fliegern. Dann habe ich einen gelben Istalstein einfach mal testweise besorgt. Und das ist dieser Level 97 Gegner, den ich umgehauen habe. Dazu brauche ich aber noch ein Unko-Auge von einem jungen Unko aus der Tefra-Höhle, aber das besorge ich mir später. Deswegen kann ich mir die Kopie 4 und Kopie 5 noch nicht besorgen. Ich hoffe, ihr habt alles kapiert. Freunde, Minana braucht Hilfe. Prinzessin, wieder anstrengen. Könnt ihr helfen? Schieß los, ich höre gerne bla. Bla, dann bla. Blaps. Ihr seid Freunde von Prinzessin. Minana weiß. Aber ihr wisst nicht alles über alles. Prinzessin hasst Bücher. Will nicht lernen. Will das kleine Jungporn lernen sollen. Was? Will nicht lernen. Was kleine Jungporn lernen sollen. Deshalb braucht Prinzessin eigenen Lehrer. Und den muss ich jetzt suchen, oder was? GTO. Hab ich nie gesehen. Great Teacher Onizuka. Bitte findet Lehrer. Strengen und gebildeten Lehrer. Danke, Bon. Okay. Ich gucke mal, wer der Lehrer sein will. Ich bin hier bei unserem Gerichtsvollzieher Jura und der ist der Lehrer. Ihr wollt, dass ich Lehrer dieses frechen Prinzesschens werde? Nun klingt nach einer echten Herausforderung. Und ich lehne niemals eine Herausforderung ab. Bringt mir 5 Inferno-Pomelos. Dann werde ich mich um euer Anliegen kümmern. Ja, yeah, ich habe schon welche. Die gibt's auf der Gefängnisinsel. Deswegen gewartet bis dahin. Ihr habt mir gebracht, warum ich euch gebeten habe. Sehr gut. Dieses Essen hier kann die kleine Nopo nämlich nicht leiden. Solltet ihr ihre Studien vernachlässigen, ist dies ihr Geschenk. Nun, sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde das Prinzesschen in eine echte Dame verwandeln. So, ich gehe die Quest abgeben. Gut, 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 gut. Ihr habt Lehrer gefunden? Heißt Jura? Danke, Freunde. Schön, dass wir bla sein konnten. So, wir blähen jetzt nochmal weiter mit Blas. Die schöne Umgebung voll sind ja nur die Nuppen, die hier wohnen. Und von daher passt das. Ich werde ihn später... Entschuldigung, er konnte es ja lesen. Jura, schwer zu überreden, Prinzessin zu unterrichten. Minana will ganz lieb Dankepon sagen. Hier, Belohnung. Oh, mal eine Nuppen, die mal höflich ist. Ich fasse es nicht. So, auch wenn wir die Folge vielleicht überziehen. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man einen Level 97 Standardgegner in die Knie zwingt. Und zwar bin ich hier auf dem Berg Valak am Gipfel der drei Weisen, oder wie das Ding heißt. Und hier gibt es tagsüber die Ruhmistals. Nachts gibt's die nicht, weil nachtsüber sind noch hochlevelige Gegner hier, nämlich Ereistals. Level... schieß mich tot, weil ich jetzt gerade nicht Level irgendwas. Das Problem ist, dass aufgrund des großen Levelunterschiedes diese Mistviecher hier... Ja, komm, nehmen wir das mit. Diese Mistviecher hier, wie heißt es? Direkt von mir Aggro nehmen. Beziehungsweise von Melia. Deswegen habe ich Melia quasi auch dabei, weil sie mit Hilfe ihrer, ja, Äthertechniken mehr oder weniger als einzige, vielleicht auch neben Ricky, in der Lage ist, hier wirklich Schaden oder sowas zu verbreiten. Und, ich habe Melia ja mit einem Skill ausgerüstet, den Dunben hat, nämlich schwere Rüstung tragen, und ich habe sie im Prinzip kompromisslos auf schwere Rüstungen ausgelegt gerade. Und Schale habe ich natürlich, oder was heißt natürlich, Schale habe ich auch mit in der Gruppe dabei. Das liegt daran, ja, das war mehr oder weniger Zufall, weil ich Schale für andere Geschichten noch in der Truppe hatte, und sie ist echt sehr, sehr gut gleichzeitig Dito, weil sie Melia mit ihren wenigen Lebenspunkten, die sie ja eigentlich hat, dann zuheilen kann. Oh. Ich glaube, das ist schlecht. Da kann ich nichts gegen tun. Da werde ich vielleicht sterben. Aber ich könnte wieder aufgekratzt werden. Auf der anderen Seite könnte ich versuchen, hier ein klein wenig durch die Gegend zu kiten, damit sein komischer Angriff mich
nicht hundertprozentig Griff. Den kann ich nämlich leider Gottes nicht abwehren. Okay, okay, jetzt kommt der wieder oder macht er den jetzt wieder von neuem? Das muss ich mal gerade mal gucken, das weiß ich nämlich jetzt nicht. Ob der den jetzt wieder neu... Ja, er setzt den neu an, das ist gut. Dann widerstanden, das macht nichts. Das hoffe ich... Ich darf nicht zu weit aus diesem Gebiet hier raus, weil, der Blödmann sonst den Kampf oder sich aus dem Kampf resettet. Okay, er ist wieder. Sozusagen, ja, wie heißt es? Hat er wieder abgebrochen? Gut, jetzt versucht er es gar nicht erst. Jetzt versuche ich ihn nochmal zu vergiften. Er ist allerdings keine Garant, dass alle Angriffe ihn treffen. Und dadurch, wow, er macht gerade wieder mächtig Schaden. Verdammt, jetzt hat es mich doch dahin gerammt. Ich hoffe, dass der Dot vielleicht noch ein bisschen wirkt. Okay, ihr dürft mich auch gerne aufkratzen. Mindestens habe ich jetzt, glaube ich... Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt? Na egal, was... Oh Gott, es sieht gerade schlecht aus. Jetzt sieht es gerade wieder gut aus. Und so erlegt man so ein Viech. Ich habe es mit Level 81 gemacht. Jetzt habe ich Dings. Und von diesem kriegt man auch diesen gelben Istalstein, den ich brauche für eine dieser Monado-Quests von Vanair, die ich gerade abgegeben habe. So, so viel dazu. Level 97 Gegner erlegt. Bin glücklich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.